Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Sonne. In der letzten Folge hatten wir die Alola-Liga betreten und hatten Myla und Lola besiegt. Nun stehen uns zwei Top 4 Mitglieder noch vor uns. Wir gehen jetzt nun nach links und zwar zu der Kampfeskammer. Mal sehen, wer jetzt da drin ist. Das ist kein Unbekannter, wir kennen ihn sogar schon von Anfang an unseres Let's Play Abenteuers. Hala himself. Gleich erlebst du wahren Nervenkitzel. Dann los geht's. Ich bin Hala, Inselkönig und Mitglied der Top 4 gleichermaßen. Ich glaube ja nicht, dass ich auf dich Rücksicht nehmen werde. Let's go! Auch Inselkönig Hala ist jetzt ein Top 4 Mitglied. Mal sehen, was er auf dem Kasten hat. Er holt jetzt Hariyama raus. Wir haben zum Glück jetzt Quachuzu eingesetzt. Warum ich Quachuzu immer noch in Anfangsliste habe, ist nur darum, weil es Sondersensor und Arero-Ass hat. Weil Psycho- und Flugattacken sind natürlich effektiv gegen Kampfattacken-Pokémon. Daher werden wir Sondersensor jetzt einsetzen und wir sind im Angriffsvorteil. Und ja, ich glaube, ich weiß, dass das Viech ist ein richtiges Tank-Pokémon. Und das hat mich richtig auseinandergenommen. Aber egal. Ich habe schon denken können, dass es sowas passieren würde. Aber ohne Rücksicht zu nehmen, hast du nicht mal darum gescherzt. Dann machen wir Sturzflug. Well. Das ist natürlich ein Kampf- und Wassertyp. Lassen wir weiter im Krawell. Machen wir mal nochmal einen Sturzflug. Mal sehen, ob du den nächsten Sturzflug noch überleben wirst. Könntest du gebrauchen. Eishammer. Da hat er richtig getroffen. Ja, ich habe noch Psychokinese im Metallpolo, das habe ich fast vergessen. Und wir sind in Angriffsvorteil, super. Das passt perfekt. Grasaf. Das kann wahrscheinlich Nirscher oder Biss einsetzen. Das kann ein bisschen dann heftig werden. Wutanfall hat er auch noch drauf. Oh. Okay, da muss ich jetzt Beleber einsetzen. Ich habe keine andere Wahl. Bye.
So, sind Varo. Na, los geht's. Interessant ist, er nicht Top-Genesung einsetzt. Setzt. Ah ja, genau. Rasaf hat ja keinen Treffer bekommen. Ist ja auch klar. Kosturso. Kakuzu, du bist dran. Mach das Viech jetzt auseinander. Ich weiß, es hat noch tatsächlich auch noch Hammerarm. Das kann auch gefährlich sein. Ja, ich habe mir es denken können. Warum kann ich meine große sensitive Klappe nicht halten? Ach ja. Der Kampf kann jetzt schon ziemlich spannend werden dann für das Finale. Kosturso hält ja so viel aus. Wirbler. Ja, überlegen. Das ist einfach nur wahre Freundschaft. Die Macht der Freundschaft kann niemand brechen, unser Silvaro. So, nochmal Synthese. Keine Chance für einen Gegenangriff, weil er immer noch die Attacke Wirbler hat. Das ist ein bisschen nervig. Jetzt reicht's mir. Knaubklinge. Ja, ich wusste, dass er nicht überlebt, dass er noch überstehen wird. Ich will jetzt nicht Solgaleo einsetzen, weil Solgaleo könnte ziemlich heftig leiden, darunter leiden. Boah, das Viech ist ein absolutes Tank. Okay, jetzt macht mich das Pokémon bald zur Schnecke. Ich bin am Arsch. What? Quappo. Nee, lass mich noch hier und dann werde ich jetzt mal top seinen Beleber einsetzen. Aber wen werde ich jetzt beleben? Silvaro.
Oh, das hat jetzt ausgewählt, abgewehrt. Nice. Kann ich Sturzflug oder Laubklinge einsetzen? Noch ein Sturzflug. Riskieren wir aber alles. Kill es! Mein. Aber sehr gut. Wir haben es überlebt. Hala war nicht ganz ohne. Muss ich schon zugeben. Ich konnte mir einen guten Eindruck davon verschaffen, wie stark dich deine Insellandschaft gemacht hat. 11 Minuten hat dieser Kampf gedauert. Also ein bisschen mehr heftiger als der andere. Respekt. Etwas Revolutionäres kann nur entstehen, wenn man das Neue mit dem Alten vereint. In unserem Kampf eben, jung gegen alt, da spüre ich förmlich die Revolution. Na gut. Damit haben wir jetzt den vorletzten Top-4-Mitglied jetzt besiegt. Nur noch einer fehlt uns noch. Ich erwarte spannende Pokémon-Kämpfe mit starken Attacken, eine heftiger als der andere. Viel Glück, Red und Solgaleo. Ja, das werden wir gerne gebrauchen. Glück. Ich glaube, ich werde jetzt mal doch jetzt einmal Eisstrahl reintun. Und ich glaube... Da werde ich jetzt Arero Ass jetzt wegtun. Dann hat er jetzt Eisstrahl. Da hätten wir dann eine Chance gegen das letzte Top-4-Mitglied. Aber jetzt muss ich leider wieder aufleben, alle meine Pokémon jetzt, weil mit 2 werde ich jetzt nicht in den Kampf gehen. Silvarium Z, aber ich weiß nicht, welche Z-Attacke werde ich jetzt eingeben für... Valtium Z kann ich jetzt von niemandem geben. Normium Z auch nicht. Pyrium Z könnte ich... Solgaleo geben. Denn jetzt haben wir jetzt nur noch ein Top-4-Mitglied da und das wäre jetzt die Flugkammer. Und wenn es möglich ist, vielleicht werden wir schon jetzt den Champion noch in dieser Folge machen. Wenn der Kampf jetzt kürzer wird. Da bist du ja. Dann sehen wir mal, wessen Schicksal es ist, heute zu siegen. Das deine oder das meine? Wir kennen sie schon bereits im Anime auch sogar. Aber der Name werden wir jetzt rausfinden. Es freut mich jedenfalls, deine Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Kahili. Vor einigen Jahren habe ich auch die Insellanderschaft absolviert und wurde daraufhin zur Insellanderschafts-Champ. Ich bereiste die Welt mit meinem Pokémon, um meine Fähigkeiten als Golferin zu verbessern. Da kam mir eines Tages zu Ohren, dass nun auch in der Alola-Region eine Pokémon-Liga entstehe. Also bin ich zurück in die Heimat. Und nun werde ich dir zeigen, warum meine Flug-Pokémon alle solche Überflieger sind.
Flug-Pokémon. Dann werden wir mal sehen, ob wir damit eine Chance haben. Top 4 Kahelee fordert dich heraus. Sie hat einen Z-Kristall. Das kann jetzt dann richtig heftig werden. Und sie startet mit... ausgerechnet jetzt mit einem Panzereron. Aber das war ein sehr guter Treffer. Für das erste Pokémon setzt sich jetzt schon Top Genesung. Ey, komm, das ist doch jetzt lame. Wir wissen ja selbst, dass Eisstrahl natürlich sehr effektiv ist gegen Flugattacken. Deshalb habe ich Eisstrahl jetzt reingepackt für ihn. Gefällt Riss. Ah, das Pokémon aus der 5. Gen. Oh, Sturzflug, das kann jetzt heftig werden. Überlebe. Ja. Lol, haben wir es jetzt überlebt. Warum setzt sie Top-Genesung bei jedem ersten oder jedem zweiten Pokémon? Das verstehe ich irgendwie nicht bei ihr. Das doesn't make no sense. Tukanon. Das war ja wahrscheinlich ein spezielles Pokémon auch. Horiogel. Ah, das ist das Feenviech. Flamenco-Viech. Los geht's. Super Wassertornado. Da es natürlich Feuer und Flug ist, müsste es jetzt auseinandergehen. Der Weg zum Champ steht jetzt dann gleich im nächsten Part dann bevor, Leute. X-Part kann schon gefährlich werden. Aber sie hat keine Chance für einen Gegenangriff. Was für ein Wunder. Ja, wir haben es überlebt, Leute. Alle vier Top 4 Mitglieder auseinandergenommen. Als Mitglied der Top 4 gebe ich das nur ungern zu, aber deine Stärke ist wirklich beeindruckend. Tja, damit haben wir jetzt alle vier erledigt. Jetzt steht uns nur noch der Champ-Kampf bevor. Mit dir weht mein ganzer frischer Wind durch Alola. Ich war ja erst skeptisch, ob Professor Kukui das mit der Pokémon-Liga hinbekommt, aber jetzt bin ich froh, dass ich seiner Einladung gefolgt bin. Naja, Professor Kukui steht ja natürlich vorne, aber ist er noch hier? Aber so wie es aussieht, ist er nicht mehr da. Was geschieht hier? Er ist nicht mehr da. Ich glaube, wir werden dann definitiv dann rausfinden, wer jetzt der Champion ist.
Oder es gibt keinen Champ. Mal sehen. Und das Spiel ist dann endgültig zu Ende. Wer weiß. Aber ich glaube, das so einfach wird es jetzt nicht so gehen. So. Mal alles herrichten. Gut, Leute. Im nächsten Part von Pokémon Sonne, also nächster Part, das ist noch nicht der letzte Part in diesem Let's Play, aber im Hauptstory-technisch ist das hier jetzt schon der letzte Part, aber wir werden noch den Postgame-Content noch machen, mal sehen, was uns jetzt noch erwartet, aber eins nach dem anderen. Lass uns jetzt im nächsten Part Gang in die Champion-Kammer gehen und mal sehen, wer hier der Champ sein wird im nächsten Part. Also, falls euch der Part gefallen hat, lasst gerne ein Like da und gerne ein Abo, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Sonne. Haut rein, euer Red Pocketendo. Ciao!